Unsere Startnummer 3 bei den Herren, bitte stell dich einmal vor. Hallo, ich bin der Tommy, ich bin 23 Jahre. Also, bitte stell dich einmal vor. Hallo, ich bin der Tommy, ich bin 23 Jahre alt. Zurzeit arbeite ich noch als Maler und Lackierer. Demnächst werde ich zum... Werde ich als Profifußballer mein Geld verdienen? Ist doch ganz normal. Naja, man muss ja erstmal so. Hallo, ich bin der Tommy, ich bin 23 Jahre alt. Zurzeit arbeite ich noch auf dem. Nee, auf dem Bau will keiner wissen. Mensch, wer bist du denn? Ich bin Tommy, ich bin 23 Jahre alt. Ich arbeite zurzeit noch auf dem Bau. Ich kann mir das nicht merken, weil das Unnamensgruß macht. Stell dich doch mal bitte vor. So. Hallo, ich bin der Tommy, ich bin 23 Jahre alt. Zurzeit arbeite ich noch als Maler und Lackierer. Genau. Demnächst werde ich als Fußballprofi anfangen und damit mein Geld zu verdienen. Ja. Und in der Freizeit, was machst du da? In der Freizeit, wenn ich mal Zeit habe, weil ja viel mit Sport ansteht, wäre ab und zu mal noch zum Fitness. Ja, ansonsten. Aber du sagst das hier jetzt ganz locker, Fußballprofi, das wollen doch viele werden. Bist du dir da so sicher? Hast du schon ein Angebot? Angebote ein paar, aber die darf man nicht so öffentlich sagen. Und Deutsch oder was darfst du sagen? Deutsch oder aus England? Da gibt es ja die Millionen, manche habe ich gehört. Ja, nee, England nicht, in Deutschland, aber ist halt. Erste Liga, zweite Liga? Regionalliga ist schon so die Richtung und ja, da muss man sehen, ist ein harter Weg. Ist das nicht Amateurfußball? Bezahlter Fußball ist schon Profifußball, aber halt noch nicht so Profi wie erste Bundesliga, zweite Bundesliga. Okay. Na Carsten, das wollen wir doch mal ein bisschen besser üben, ne? Musik noch. So, und hier habe ich meine Kandidaten. Dankeschön, sage ich meiner Kandidatin mit der Startnummer 1. So, und jetzt stellt sich der Kandidat mit der Startnummer 1 vor. Hallo, ich bin der Tommy, ich bin 23 Jahre alt. Ich arbeite zurzeit als Maler und Lackierer und werde demnächst versuchen, als Fußballprofi zu arbeiten. Hat man da auch noch ein bisschen Freizeit und was machst du da? Naja, man hat sehr wenig Freizeit, aber die Zeit, die man denn hat, auch wenn es nicht viel ist, dann den Ausgleichssport zu Fitness und ein bisschen laufen, ja. Und andere Sachen noch, so Musik hören oder guckst du viel Fernsehen oder gehst du gerne ins Kino? Fernsehen gucke ich sehr wenig, Kino, naja, wenn es die Zeit ergibt, gehe ich schon mal ins Kino, aber ansonsten bleibt ja nicht mehr viel Zeit, dann ist man ja auch abends sehr müde und kaputt nach dem ganzen Training und Spiel. Das klingt ja so nach ganz schön Kohle verdienen, ne? Fußballer, da kann man ja richtig, richtig Kohle verdienen, auch in Deutschland, oder? Ja, auch in Deutschland ist sehr schwer, da es hier sehr viele Fußballvereine gibt, auch kleine Vereine, es gibt Millionen Fußballer oder Tausende von Fußballern. Und alle wollen sie Fußballprofi werden, das ist nicht so einfach. Und viel Geld zu verdienen ist dahingestellt, kommt drauf an, was man verhandelt und wo man spielt und und. In deinen Bewerbungen hast du geschrieben, dein Traum wäre es, einmal Profifußballer zu sein. Den Traum kannst du dir ja erfüllen. Und was wäre dann der Traum, wenn du Profifußballer bist? Ja, das ist nur ein sehr harter Weg bis dahin, aber man probiert alles, um dahin zu kommen. Und mein Traum ist es, mal in der ersten Bundesliga zu spielen oder in England. Das wäre schon eine schöne Sache. Und vielleicht sehen wir dich dann auch bei der WM in Südafrika wieder. Vielleicht, lassen wir uns überraschen.